Moin, hier sind wir bei einem neuen Mads Play Storyline vom Sith Inquisitor. Hi, wie darin? Nickt mir mal noch. Ja, der ganz Gedächtnis natürlich präsentiert von AACS.lo, All About Computer Solutions, alles was mit Internet Hosting an Computern zu tun hat. Ja. Mir schleichen das mal heran, ich hatte am Anfang schon mal da gekillt an, ich krieg nicht extras. Die wisst ja, das kann sein, dass immer vielleicht bis mir später etwas kommt. Deswegen gehen wir uns mal hin holen an, gehen wir die mal meucheln von Hannen. Und da sehen wir, ob auch trotzdem noch einen abs kriegen, ja oder ne? Ne. Kein Bonus, nicht, also. Hat sie das dat, wir kämpfen uns einfach durch, wir schleichen uns durch. Jo. Fertig. Ja. Und ja. Einfach durchschleichen. Geht auch ob es mich schon fährt, dass sie doch plus minus wieder Lunch kommt. Als Attentäter also relativ einfach. Als Hexer wahrscheinlich viel Manner. Das ist eine Gruppenphase, die mir... Ah, hier hab ich gesehen. Gucken wir mal, ob man einfach so können killen. Wenn wir hier nur gekillt haben, warte, jetzt mal hier mal passiv und dann... Schlu! Was war das da lo? Was war das denn? Hä? Ja, das war die Fähigkeit. Macht Tarnung! Die Stand kann ihn an die Stealth gehen. Ah, hey, das ist ein kleiner Wichser, wo mir voll löscht. Ein ziemlich aggro hat. Also, lass mal hier mal vier gehen, gucken mal, wie hin das Pferd springt. Ich hab schon mal gesagt, okay. Oder machen wir dort mal und dann kann es mich fix führen. Solange wir die Fähigkeiten holen. Und das ist ein very good Fähigkeit, von der ich da eben verdunkeln hat, wenn er die noch besser tarnen könnte. Das ist immens, immens gut. Die Türken sind sie relativ nah an einem vorbeigeflühen. Und dass irgendwelche Agro gezogen haben. Das ist cool. Agro ist einfach erklärt als Aufmerksamkeit vom Gegner. Aufmerksamkeit, ja, das würde ich gerade noch hier so demonstrieren, als der Toten der aber der Hutto alarmiert. Und wenn er da bis mal an den Kampf umschlägt, da das Agro. Tut das Sample. Das heißt, an hin lass mal eine Mino kommen, weil ich mein Klass spielen kann. Wuhu, GG. Seht ihr, oder hier und. Wow! Fuck! Ja. Okay, du darfst einfach noch umhelfen. Sieh da. Da das von ihm nicht passt. Oh mein Gott, arm getarnt. Jo, das ist eigentlich der 4 an den Nudel bei der ganzen Klasse. Es, es verfällt den Licht an den Drang, permanent Stealth zu benutzen. Oder wie heißt Tarnung? Stealth ist das Stealth wie Tarnung. Ja. Das ist leider so. Mehr, es wird die 4 Deal, das ist viel mehr fix bei den Gegner, wo ihn eigentlich soll sein. Aber es geht dann wahrscheinlich viel EXP verloren, indem man das permanent benutzt. Und der Loi River. Dann hat man auch da noch ein... Hä? Okay! Nice! Er hat zum Beispiel was für gut gemacht hat heute. Cool.
Machen wir mal einen Stall frei. Okay. Das ist wahrscheinlich von der Storyline aus hier. Wurde mich Miste gesehen. Am Lift noch einmal. Da sieht er, die machen wir zwar ordentlich zu schwer. Und schließlich noch gewusst, wo mein Schuld wäre, mein Schuld. Wow, der hat so lob arschknapp der Toten. Also dann gibt mich auch ein Schuld gehabt tun. Okay, whatever. Schließen wir. Das ist. Hallo, wo wir den Blumen hat davor kommen sehen. Ja, obwohl die Quest zwar gering für mich ist, kann gar nicht fertig so high gelost tun. Okay, egal. Das geschieht. Wir gucken, dass wir high weiterkommen. Lockt rum. Ah. Oh, 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 oh. Was du tatsächlich einen halben Moment du brauchst, dann ist Salo verschoss. Ah ne, zum Glück nicht. Okay, da schließt eh sie vom Planeten, wo sie so damit kann. Ihr seid in mein Heim eingedrungen. Habt meine Attentäter abgeschlachtet und euch einen Weg in meine privaten Gemächer erkämpft. Kann ich euch wenigstens etwas zu trinken anbieten, bevor ihr Forderungen stellt? Oh, das wäre zwar cool. Ja, das wäre nice. Hilflich. Etwas zu trinken wäre nett. Wunderbar. Die Leute haben heutzutage so wenig Zeit für Gastfreundschaft. Hä? Nun sagt mir, was wünscht die blutjunge Tochter von Thul von Rehanna Rist? Ich glaube, das hier trägt euren Namen. So, so. Lasst mich raten. Ihr habt diese Holo aus einem staubigen Archiv im Haus Alde. Sagen wir einfach, die königliche Jediheit Nomar Organa und ich sind Geschichte. Schlafende Hunde soll man nicht wecken. Erzählt mir von Nomar Organa oder ihr sterbt. Denkt ihr, als Sith könntet ihr mich mit euren Drohungen einschüchtern? Ja. Ich habe mehr Krieg gesehen als ihr oder euer kleines Thul-Vögelchen. Und ohne einen Kampf bekommt ihr nichts aus mir heraus. Ho, Mädchen. Ach, ich wollte nur nicht. Jetzt haben wir einen Studer von Hollow. Jo, gesagt, Mädchen, das hat ja einfach viel mehr einfach sie mich nie. Schau mal, der macht's. Whatever. Prost. Bestimmt. Ihr gewinnt. Ich werde ihn kontaktieren. Nomar Organa ist es nicht wert, für ihn zu sterben. Aber dann will ich, dass ihr verschwindet. Jo. Ihr befindet euch kaum in der Situation, um Bedingungen zu stellen. Nein. Wohl nicht. Ich hole ihn auf den Schirm. Rehanna, was... Für eine Überraschung. Das kann ich mir vorstellen. Nomar, es gibt etwas, worüber ich mit dir reden muss. Nur zu. Kann ich etwas für dich tun? Irgendetwas? Es ist kompliziert. Ich brauche da einen Gefallen von dir. Hier auf Alderaan. Ich hatte gehofft, wir können uns treffen. Natürlich.
Ich kann in ein paar Stunden da sein. An der alten Stelle? Ja, die alte Stelle. Ich danke dir. Da, seid ihr jetzt zufrieden? Was gibt ihr machen? Nein, erst wenn ihr tot seid. Ich hatte auch keinen Sinn, einfach nur schocken. Nee. Kann man was schon geklaut haben? Nee, also egal. Jetzt haben wir eine Liste mehr. Jo. Und dann. Zum schwulen Treffpunkt. Gehen wir noch mal raus. Hier. Und das du hannen. Jo, und da gibst du ein. Da gehen wir du bis geschwind. Hi, as drum im Matplif wolltest du so nehmen. Hi geht lo weiter. Also, wo mal lo? Wir sind hi rüber kommen. Du musst mal wieder reinkommen. Ich wollte so ein neues Matplay. Nee, mit das nochmal dieselbe stehen. Das war niemand Pause spielt. Guck mal, dat. Ich will gleich spielen. Kriegen wir etwas bei. Wollen wir hier halt nutzen? Ja oder ne? Außer Location danach zu supplement. Oh ja, hi. Da wissen wir, was wir zu machen haben. Säubung des Tunnels. Dann killen wir alles, was uns lohnt, wie als wir da hin. Natürlich mein gerne Stealth gehen. Weil klasse Stealth ist aus. Ja. Wie da gesehen, dass es halt noch dann. Die ich kenne, wo ich die Storyline halt spielen. Weil sie just bis ob nach Schada kommen. Wie weit wahrscheinlich auch nicht kommen, Team halt. Mir wird wohl eigentlich nicht kommen, die Mods. Da war mal ein bisschen zu viel geschaut, hier ein paar Stück zu machen und zu spielen. Allerdings. Ja. Und weiter Stealth. Also, ich meine, die können ja schon vorstellen, was wir hier machen müssen. Für ein bisschen Zeit zu spuren, machen wir ganz einfach, ich pausieren und wenn ich sie gekillt habe, sie beim Höhleneingang. Also, hier sind wir, da sind wir, mal schon nach 19. Ich muss schon 10 gekillt, fehlt der Schuss nach rein. Die fahren wir gerade gut nach dem Tunnel hei. Da kann man sich direkt Lunch stealthen. Jep. Braucht sie nehmen einen mehr. Fand ich 2-3 mehr sind. Das ist nicht schlimm. Säuberung des Tunnels. Hundschaft noch gemacht. Ja. Scheiße, Killings. Ich hoffe, dass ihr es nicht als spielbar rausrocken könnt. Ming persönlich Meinung. Weil schon ein bisschen komisch. Ich traue den heute nicht, ich traue ihn nicht. Jo. Wenn ich lo Zeit um Moss hat. Fuck. Ich sollte nicht. Dann gebe ich ja so und dann gebe ich auch echt da alles halt killen, was mir an den Weg könnt. Mir so wie das ich noch nicht viel Zeit tun. Aber nicht viel Zeit, aber ich kann mir nicht eigentlich so viel Zeit holen wie ich will. Mir die wissen, was ich so will. Alles was los Storyline umgeht. Dass ich da dann ein bisschen mehr schnell an den Typ drücken. Dementsprechend alles skippen, weil das. Das genug zu laufen bis ruf.
Man hat gesehen, du hast auch als Ruf zu laufen. Guck mal, ob Verdunklung wirklich so gut ist. Yes. Ja, für so Sachen ist Verdunklung gut. Also, da muss man Heiland Mauer das ist ganz zu überlegen. Ich sehe das nicht durchgegangen. Und mit Verdunklung wäre durchgegangen. Schaut, dass da die Cooldown für lange nicht wird. Noch ich komme fast schon nicht gewollt. Okay, dann noch abgreifen, Traumapack. Oder geht weiter. Ich war sehr froh, dass wir nicht alles gar gut tun. Dass wir keinen Train gemacht haben. Kein Crazy Train. Waren Leute so, ne, kack Noob, du, ich werde lange kommen ohne hier. Video machen, aber beweisen. Hm? Selbst Niveau, selbst Fähigkeit. Aber wenn das schafft, geht's. Daumen hey, Schulter von mir. Also, du noch lernst und dann. Ja. Ja, und hast eigentlich schon eigentlich alles können Höhle killen, an der Höhle killen auf. Eigentlich nicht keine Lust gehabt. Ja, du brauchst das halt definitiv. Ich weiß nicht, wenn das die romantischen Ort soll sein, dann verstehe ich nicht Romantik, was der da merkt soll. Ja, komm, den hast du packen, den. Gut. Meister. Meister Jin Kenobi. Netter Trick, Seth. Rehanna dazu zu bringen, mich herzurufen, als gäbe es einen Notfall. Ich fasse es jedoch eher als Beleidigung auf. Wo ist Rehanna? Ihr habt euch keine Mühe gemacht, eure Falle zu tarnen. Ich höre tollisch. Was ist das Problem? Sie hatte keinen Nutzen mehr für mich. Für euch vielleicht nicht, das stimmt. Doch euer Geschäft besteht aus Selbstsucht und Mord. Ich kann es nicht zulassen, dass dieses bösartige Artefakt in Sith-Hände fällt. Im Gegensatz zu euch habe ich meine Prinzipien. Ah ja, dann fangen wir mal an. Dieser Mord wird mir große Freude bereiten. Das Licht wird bestehen, Sith. Selbst gegen eine so finstere Dunkelheit, wie ihr es seid. Lol. Verappelt ihr mich gerade? Jung, du hast mich gestoßen. Ich zähne dich. Der Kniesel. Also, Heiko Kai hab. So. Kannst du das oder das tun? Wie viele Tutricker hast du drauf?
Ah, du kleine popelische Jedi-Dienst, du das. Die gibt's auch nicht schaffen, unbedingt, Cooldowns. Yo, ich weiß. Mir fährt du nicht so. Gleich da, tadam! Ach, schon mal in alle Dächte. Kurz Storyline, aber gut. Sid, bitte entschuldigt die Störung. Ich hoffe, dass euer Treffen mit Lady Rist gut verlaufen ist. Das kann man so sagen. Ich konnte sie von meiner Sicht der Dinge überzeugen. Dann gehört das Artefakt bald euch. Es freut mich, das zu hören. Ich bedauere diese Störung wirklich sehr, aber wir stecken in ernsthaften Schwierigkeiten und ihr seid vielleicht die Einzige, die uns helfen kann. Erzählt mir von euren Schwierigkeiten. Ich werde sehen, was ich tun kann. In Ordnung, habt vielen Dank. Ich habe erfahren, dass das Haus Organa einen Vergeltungsschlag für euren Überfall auf das Haus Alge plant. Unser Spion berichtet, dass Organa einige Jedi aufgestellt hat, um das Haus Thul anzugreifen. Ich habe Urtel und seine Sith geschickt, um dem nachzugehen, aber sie kamen nie zurück. Ich weiß wirklich nicht, was das mit mir zu tun hat. Das ist nicht euer Ernst. Wir sind der Hauptverbündete eures Imperiums hier auf Alderaan. Und wir haben euch geholfen, euer Artefakt zu finden und Nomar Organa auf den Planeten zu locken. Das Haus Thul hat noch viel mehr zu bieten, viele mächtige Gegenstände. Wenn ihr uns nicht helft, dann werden uns Organas Jedi vernichten. Das wäre mir auch ehrlich egal. Genießt das Blutbad. Wie könnt ihr es wagen, ihr... Eines ist gewiss, Sith. Sobald das hier vorüber ist, wird das Haus Thul seine Beziehung zum Imperium überdenken. Nee! Nee, und schläft! Hoffentlich findet ihr, wonach ihr sucht, Sith. Und hoffentlich ist es das alles wert. Jep. Voller Ganz. Allora, allora, allora. Ich gebe es so an den Leuten schon. Ich bin nicht auf... Nennt mich nur dreckig, auf fies. Mir wünscht Liebde. Um was verstanden. Okay. Jo, dann gehen wir raus und dann gucken wir, was uns als nächstes erwartet dann. Also, sind wir da. Und wenn sie mal hierher kommen, machen wir den Quad ab. Tischt. Da, wo den RNS passt, also dann nur rüber. Und dann, ja, ich schon gedacht, dass, Korruption groß wäre an der Tanne halt, an, Drum und Kass mehr Zeit, na, stopp. Zeit muss sein. Viel mehr heftig, der Zeit dann. Viel mehr heftig. Hat Angels könnte reagieren. Ja, hätte ich. Wohl das, ne. Können anleitet, man. Das sind ja Base bis auf Knochen. Okay, was muss man heim machen? Schatzkammer. Schön die Beschützer. Da sind ja schon eierlösch, das geht mir burst mit dem Arsch vorbei. Ich schläfe sie sich stark, wie wollen sie sich bewegen? Bewegen ist schlecht. Du ist richtig schei. So, pass da schon drauf, fallen wir der Pumps. Die Bertha. Du siehst das eher besser an, weil ich nämlich nicht richtig herauskennen. Schnell auch nicht direkt in den Kampf willkommen. Was man wohl muss, hei holen. Den hei. Oder? Im Schnitt. Da, das hier sind Klass komplett gespielt, komm Ilfo.
Da ist ja wohl nice. Bei ihm geht das nicht! Nee! Das wäre wohl zu gut gewesen. Lunch kommen wir wahrscheinlich ohne Kampf nicht. Vorsicht mal trotzdem. Okay. Dann... Darf ich nochmal rumgreifen? Bam. Die hier, die donnert da, winselt sich noch an. Okay. Dass er nicht gemerkt hat. Respekt. Da das von dem Pro mischt. So, gerade im Gang gucken, wie der Pro aus. Okay. Puh, war ja auch löscht das Tutelo. Bisschen. Wie kurz hat er einen Stehen daran? War wahrscheinlich ein Kampf, oder? Hm? Jo, geht zum Hangar zurück. Das du hast das dann. Jo, da gebe ich so und dann machen wir das schnellste und das kürzeste. Wir holen den Fluch. Also nicht politisch korrekt gewesen von meiner Seite, mir all der Rahmen ist nicht politisch korrekt. Außer mein Laserschwert. Am Darth Maul Style. Biatch. Jo. Und sind wir. Das ist ja auch heiran. Oh nice. Kehr zu deinem Hangar nach Alderian zurück. Ja, dann haben wir auch noch Gespräche mit unserem langen Lulatschmott. Aber ich meine, das geht nach dem Kampf nicht ganz. Weil... du steht nicht dein Schiff, du steht Alderian. Nicht Baldrian. Alderian. Ja, Alderian. Baldrian parat. Oh ja, ich wusste das. Ich möchte kurz mit euch sprechen, wenn ihr erlaubt. Nee. Genau der Zahl wischt, wenn ich gedürt, steht als Antwort. Nice. Nee, merci. Das glaube ich nicht. Es tut mir leid, aber das war keine Frage. Ich war nur höflich. Ah? Das imperiale Kommando hat vor kurzem erfahren, dass Lady Elana Tool euch gebeten hat, das Haus Organa zu überfallen. Was ihr jedoch abgelehnt habt. Ja. Ist das korrekt? Ja, voll und ganz. Wir falsch informiert. Ich soll schlehen. Was? Sie kann mir keine... Nein, das stimmt. Nein, das ist falsch. Lady Tool glaubte, sie könne mich wie einen Diener herumkommandieren. Es beeindruckt mich immer wieder, dass ihr Sith so mächtig seid, obwohl ihr nichts von Politik versteht. Euer Versäumnis hatte den Tod von Lady Elana Tool und mehreren anderen hohen Mitgliedern ihres Hauses zur Folge. Und dank Lady Elanas vorzeitigem Ableben sind die Pläne des Imperiums auf Alderaan in große Gefahr geraten. Oh, Schwert. Huch! Ich schulde niemandem eine Erklärung. Ihr tätet gut daran, euch zu erinnern, dass die Sith nicht überleben können, falls das Imperium untergeht. Und wenn die Zeit kommt, dem Gros Moff zu berichten, warum die Republik die Kontrolle über Alderaan erlangen konnte, werde ich nicht die Verantwortung für die Sorglosigkeit eines Sith übernehmen.
Wenn Sith nicht wären, wäre das Imperium auch nur so stark wie ich. Just kurz nebenbei. Wollte das für uns auch erwähnt tun. Natürlich nicht, das... Ich kann euch auch entschieden. Vielleicht sollte ich euch töten, damit ihr euren Bericht gar nicht erst machen könnt. Das würde ich euch nicht raten. Wie was? Auf Wiedersehen, Sith. Na, ich sehe da. Jo, hallo, die hab schon Holo mit dem Schwandlich benutzt. Natürlich geht es ja schon ein bisschen wie lang. Bisschen lang für rumzubringen mit das Miegel. Sonigel. Ah, nice. Das war so ein schlechter Tod denn. Ja, was geht denn sich ummessen? Ich weiß nicht, dass ich ein Teller Mut gefriert. Ein Schossel Mut oder wie? Ein großes Muff. Spitzbord. Ja. Ah, dann lass mal mein Terminal high. Dann sehen wir weiter. Schülerin, du hast Nerven, dich nochmal hier auf diesem Schiff blicken zu lassen. Beantworte mir eine Frage. Bist du wahnsinnig oder einfach nur unglaublich dumm? Wie konntest du Lady Elana Tool im Stich lassen? Nee, eigentlich nicht. Ich hatte... Wie viel kriegst du zu tun? Ah ja. Ich habe euer Artefakt gejagt. Idiot. Die Artefakte haben hunderte von Jahren überdauert. Du hast Elana Tool sterben lassen. Oh. Es tut mir leid. Ich sollte meine Gefühle in echte Kräfte kanalisieren und nicht in sinnloser Wut vergeuden. Es war richtig, dass du das Artefakt gesichert hast. Aber es gibt Mängel in deiner Ausbildung. Wen hast du wegen Meisterin, hm? Ich höre euch zu. Ich verstehe das Problem nicht. Wieso regt euch der Tod dieser Adligen so auf? Es ist nicht ihr Tod, der mich aufregt, sondern deine mangelnde Sorge um deinen Ruf. Deine Entwicklung ist erstaunlich. Aber mit großer Macht zieht man auch viel unerwünschte Aufmerksamkeit auf sich. Ich kann dich nicht immer vor deinen Kritikern schützen. Und nicht alle werden sich unter vier Augen mit dir unterhalten. Ihr fallt euch Macht. Ich kann auch... Oh. Gibt es etwas, das ihr mir vorenthaltet? Nein, das ist die Art der Sith. Niemand lebt lang. Nun, da du das letzte Artefakt gefunden hast, solltest du schnellstmöglich nach Drum und Kaas zurückkehren. Es liegt noch viel Arbeit vor uns. Wow, usch gibt das Ding ja total geil ausgesehen. Usch, ne? Jo, da war das. Dann, good dash and have a nice day.